Bitte, ich nehme an, dass das Rechtsregister mal hier. Das. Subsi. Berührung. Stelle ich immer noch diesen Lederharnisch hier. Knorriger Stab der Ausdauer. Ich glaube, den Stab brauche ich. Einfache Schärpe der Energie. Das denke ich auch ganz praktisch für mich. Ich nehme einfach mal alles. Ja. Guck mal, ich versuche den Einer da hinten noch zu verprügeln. Ich habe das Gefühl, dass ich den Stab gar nicht anziehen kann als Träumer. Kann ich das irgendwie rückgängig machen hier? Gib mal hier S. Rückgängig alles. Geht nicht mehr. Das ist nicht gut. Tja. Was mache ich als Träumer? Was für Waffen brauche ich da? Traumtypi. Ich hätte Magier werden sollen. Wäre, glaube ich, intelligenter gewesen. Okay, einfache Schärfe. Ach nee, das ist erforderliche Spielerstufe. Okay, gut. Gut, gut, gut. Gut. Gut, gut. Wenn wir jetzt ins Dorf zurück waren. Ja, wir müssen denen wahrscheinlich Bescheid sagen. Hey, wir haben den bösen Schamanen getötet. Gib uns all dein Bier. Ach, da ist noch so ein Typi. Ich versuch mal kurz was. Oh, der ist umgefallen. Tot. Einfach mal so. Ja, kamst du an, hast du angehustet, weg warum? Oh, da ist ein Adler. Ja, ich glaube, mit meinem Linksangriff mache ich jetzt hier mehr Damage, wie ich eigentlich mache. Warte mal kurz, ich tu mal hier. Ah, okay. Das verstärkt also quasi einfach meinen Angriff. Offensichtlich! Da kann ich zwischen den Waffensets wechseln. Was für ein Hotkey ist das? W. Okay. So, dann sagen wir dem Typen mal Bescheid. Du hast den mächtigen Schamanen besiegt? Erstaunlich! Dein heutiger Sieg ist großartig. Aber ich fürchte, morgen wird es noch mehr Monster geben. Zumindest ist von der Ernte noch genug übrig, um uns alle zu ernähren. Nimm dieses Gold. Ich weiß, es ist nicht viel. Bitte such den spartanischen General Leonidas auf. Richte ihm ein Anliegen aus. Er soll uns ein paar seiner Krieger schicken, um uns zu beschützen. Und zwar schnell, bevor wir wieder überwältigt werden. Jetzt müssen wir was kaufen, ja. Wenn du da rausgehst. Oh, ein Trank kostet 120. Oh Mann. Dort ist es nicht sicher. Kaufe dir hier, was du brauchst. Ich hole mir mal so einen Helm für Energieregeneration. Aber wird denn die Energie angezeigt? Ist das hier das Blau? Ja, das ist Energie. Ja, das ist Energie. Kann ich irgendwas verkaufen? Waffen. Ich denke, Waffen muss ich mir erstmal nichts kaufen. Ich bin der Magier. Ja, das Ding macht hier... Punkt 0 Energieregeneration pro Sekunde. Das ist schön. Du kannst auch Farben kaufen. Heiltrank kann ich mir auch mal kaufen hier. Bis zum nächsten Mal. Oh, das ist meine Geistwelle. Cool. Das Ding ist cool, siehst du das? Warte. Guck mal hin hier. Ja. Hau rein. Alter, geile Effekte. Das hat echt was. Du kannst mir all deine Sachen anvertrauen. Lieber nicht. Lieber vertraue ich dem nicht Möge meine Sachen Hera an. Dich behüten. Ja, finde ich auch. Du hast unsere Bauernhöfe und unseren Lebensunterhalt gerettet. Dafür danken wir dir. Jojo, bitte, bitte, kein Ding. Noch etwas? Du hörst wahrscheinlich gar nicht, was die Typen mir da immer verquatschen, ne? Wenn ich die anlaber. Also nicht wundern, falls ich irgendwelchen gequirlten Mist laber. Ach, das wundere ich mich bei dir doch schon lange nicht mehr. Da gibt's auch einen knorrigen Stab, aber ich habe ja hier den knorrigen Stab der Ausdauer, wenn ich mal, wenn ich hier Level 3 bin, endlich. Da muss ich kein Geld verschwenden. Außerdem kann ich ja wohl die Schärpe der Energie kann ich dann auch anziehen. Das ist ganz praktisch. Kann ich hier die ganze Fackel mal verkaufen, ja. Gib 2 Gold pro Fackel. Boah. Ist das viel. Richtig schön viel. So, bist du mit deinem Einkauf fertig? Jo. Was müssen wir dann jetzt machen? Wir sollten diesen General treffen da, ne?
Richtig, aber wo ist denn der? Aufgabe. Zeig mal her. Ach, da hinten. Siehst du dieses Ausrufezeichen am Rand der Minimap? Beziehungsweise jetzt nicht mehr am Rand der Minimap, jetzt ist es da hinten. Genau, jetzt ist es im Garten von irgendeinem Bauern. Das hat sich gerade bewegt auf der Minimap. Buh. Der Typ wieder. Wir freuen uns zu hören, dass das Dorf jetzt sicher ist. Aber für wie lange. Wie war das nicht der Typ, den wir suchen? Kann das sein? Die Bestie zu. Jo. Vince Leonidas in Sparta. Ja, wie ist sonst nicht? Das Dorf heißt Sparta, okay. Oder? Ne, Helos. Ja, vielleicht müssen wir einfach zum nächsten Stand reisen. Ja. Gehen wir mal hier unten lang. Mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Vielleicht ein Ausgang aus dem Dorf. Ja, hier unten ist ein Ausgang. Laconia. Hier gibt's eine Quest. Nehmen wir die doch mal an. Was macht diese Quest? Monströse Banditen. Ein Schläfer kann nach Helos gelaufen, Monster haben ihn angegriffen, bla bla bla, magischer Schmuck, bla bla bla. Magischer Schmuck hört sich doch mal gut an. Das ist einfach eine Nebenaufgabe, das ist schon mal praktisch. Okay, finden Sie diese Höhle und retten Sie Felles aus den Fängen der Satyren. Okay, da finden wir mal die Höhle. Das ist keine Chance, Bestie. Du hast ja auch schon deine Fertigkeit ausgesucht. Kann sein, dass die verlangsamt werden dadurch. Wenn ich denen meine perverse Welle da aufzwänge. Das kann gut und gerne sein, weiß ich ja nicht. Die kann ich auf jeden Fall sehr oft benutzen, so wie es aussieht. Energiekosten. Sehr schnell regeneriert. Ist hier hinten die Höhle? Das kann doch gar nicht sein. Ja, die werden verlangsamt. Das ist schon praktisch. So, das ist ein Bogen und eine Truhe. Hört sich ja schon mal gut an. Ist da alles drin? Ich glaube, die Mana-Tränke sind für mich ganz schön praktisch. Ich habe noch nicht geguckt, was drin ist. Erst mir Leute hier wegmachen. Ich nehme erstmal den Arm. Au, oh, fehlt noch was. Warte, da ja, ich habe schon einen Armreif. Ich prügel erstmal hier die Bogenschützen weg. Okay, meine Welle war jetzt ein bisschen sinnlos. So, was gibt's ja? Stirnkranz Kupfer, warte mal. Was ist das? Ja, der ist ein bisschen besser wie meiner. Ich droppe mal meinen. Kannst du den hier nehmen? Den habe ich beim Händler gekauft vorhin. Oh, wie gütig. Gern geschehen. Einfach mit den abgetragenen Sachen. Den Bogen nehme ich mal mit zum Verkaufen. Wer weiß, ja, wie viel klar. Man dafür bekommt. So, hier oben ist, denke ich mal, irgendwo dann die Höhle. Ich versuche mal was. Und volle Breitseite. Und alle leben noch. Jo klar, das macht ja auch nicht so viel Damage. Dafür werden sie nur verlangsamt. Funktioniert aber relativ gut, diese Taktik. Eine Handaxt. Schnapp die dir mal. Mit. Wie viele Gesundheitstränke hast du? 5. Dann schnapp ich mir den, jetzt habe ich auch 5. Ach, die ist schlechter als meine jetzige. Oh, deutlich sogar. Hier gibt's 8 Gold. Punkte. Lederüberzogener Beinschutz. Für Gesundheitstrank. Schnapp du dir mal den Gesundheitstrank. Was bringt dieser Beinschutz? Stärke erforderlich. 4 Rüstung. Ich gebe dir mal den Beinschutz hier, komm mal her. Ich habe den hier hingelegt, da hinten. Musst mal gucken, dass du da dir das Ding schnappst. Na, mach ich doch. Ich habe mich gerade, wo unsere Erfahrung steht. Ein Armreif aus Bronze. Willst du denn nicht? Nö, Armreif habe ich schon. Ah, ja, dann nehme ich den mir, weil der ist besser. Bringt 12 Rüstung. Okay. Wo ist denn jetzt die Höhle?
Hier schon mal nicht. Ich glaube, da unten ist ein Höhleneingang. Auf der Minimap muss mal gucken, das war so rot ist. Ja, stimmt. Das ist ein Eingang. Die rennen da rein, die haben Angst. Oh, Angsthasen. Epische Höhlenansicht. Die haben mich in ein Netz eingesponnen. Level 4. Oh ja, da müssen wir schon einiges prügeln hier. Ja, wenn die verlangsamt sind, ist das von Vorteil. Weil dann nicht so viel verdammt Schaden machen. Das ist wahrscheinlich für dich ziemlich praktisch. Ah, ich guck mal kurz, welches besser ist. Ach, du musst schauen, dass wenn die für ihre Schläge ausholen, dass du dann wegrennst. Dann können sie dich mit ihren Schlägen nicht treffen. Die schlagen dann einfach in die Luft. Praktisch. Kugelstreitkolben. Kriegst du ein paar tolle Waffen? Ist ein bisschen besser als meine, aber ich brauche dafür noch ein bisschen mehr Stärke. Die muss ich dann noch skillen beim nächsten Level ab. Der rennt wieder weg, der Angsthase. Ist aber wirklich cool gemacht. Ich zoome hier noch ein bisschen weiter raus. Du solltest die nicht so sehr tanken, sondern immer so einen Schritt weg machen, wenn die ausholen. Ja, ich bin in einem Netz. Wenn ich im Netz bin, kann ich da nichts machen. So zum Beispiel, siehst du? Ja, aber wie soll ich das machen als Krieger, ja. So, jetzt BÄM! Ach, Mann. In your face! Barbarenschild. Eiche. Wenn du, dann schnapp ich mir das Ding mal. Hast du noch irgendein Schild, was ich anziehen könnte vielleicht? Weil noch trage ich ja meinen bescheidenen Dolch. Ich hab noch zwei Schilde, ja, aber hast du nicht gerade eins aufgenommen? Ja, aber das kann ich nicht anziehen, das ist für Level 3. Das gebe ich dir dann mal, weil das dann denke ich besser ist wie deins. Da. Nimm mal das, was ich da... Ja, das habe ich jetzt ausgerüstet. Das kannst du dann nehmen, sobald... Und sie schießen immer auf mich, ey. Way! Level 3! Jetzt kann ich meinen Stab gleich anziehen. Muss ich nicht mehr in den Nahkampf gehen hier. So. Ein bisschen Intelligenz. Danke sehr. Kiefer, hier ist noch eine Keule. Mal gucken. Einfache Schärfe der Energie. Das ist genau die gleiche Keule, die ich schon vorher hatte. Na gut, schicken wir noch ein bisschen mehr an Stärke. Jetzt kann ich auch die neue Keule anziehen. Ah, jetzt trage ich den Stab hier. Perfekt. Und das ist jetzt ein... Warte mal, ich muss hier mal schon ein Skillfenster. Ah, ich kann entweder hier 3 Punkte reinstecken, um dann hier oben neue Fertigkeiten machen zu können. Oder, was ist das hier? Psi-Brand. Psi-Energien im Ziel, in der Zündung explodieren nach außen, sie brennen sich durch die Materialfusion und begehen einen Namenunfall schweren Schäden. Das ist gut. Nächste Stufe, 40 Energiekosten dafür, 18 Schaden. In Thysenstörfeld würde ich Rüstung und Knochen zu Bruch gehen. Ach Mensch, Magier haben es schwer, war. Jetzt kriege ich einfach mehr Stärke genommen, mehr Angriffsgeschwindigkeit. Elektrobrandschaden. Ich mache mir hier mal noch den Schlaf dazu. Essenz vom Blitz des Zeus habe ich bekommen. Ah, damit kann ich meine Ausrüstungsgegenstände erweitern. Gucken, habe ich sowas, was ich schon machen kann? Auf meine Waffe könnte ich es machen. Dann mache ich das mal. Das macht ja nochmal Blitzschaden dazu. Jetzt bin ich ein blitzender Krieger. Ist ja aber ganz schön praktisch. Kannst du Geist an ihrer anderen Vasallen sprechen, deren Angriff koordinieren. Den Albtraum ist auf der Traumwelt hervor. Ja, das ist ziemlich praktisch. So, dann kann ich im nächsten Level theoretisch diese Dinger da skillen. Das will ich aber nicht. Ich will hier ordentlich Skillpunkte reinhämmern. Ich will die Sterbewelle auf jeden Fall stärker machen.
Weil ich will Magier-like spielen hier. Okay, machen wir das jetzt so. Na klasse. Gleich eingesponnen. Sie dürfte jetzt um einiges mehr Schaden verursachen. Oh, der hat was getroppt. Ein Jagdspeer. Ach, nochmal ein scheiß Schild braucht man nicht. Ich hau die jetzt auch schon mit zwei Hits um. Barbarenschild der Ausdauer und blutiger Jagdspeer. Das sind wahrscheinlich besondere Items. Nein, Jagdspeer brauche ich ja nicht, aber das Schild nehme ich mal mit. Wow. Was haben wir denn da? Keine Formel, Sternenherz. Lederbezogene Beinschienen nehme ich auch mal mit. Ein menschliches Gesicht. Das Glück ist mir sogar an den dunkelsten Orten Griechenlands hold. Belohnung. Bandring der Muskelkraft. Will ich gar nicht. Ja, mal gucken. Hast du hier irgendwas, diese arkane Formel, bringt die mir vielleicht was? Oh, warte. Habe ich wahrscheinlich auch nicht ausgenommen. Lass mal gucken. Du benötigst erstmal dafür Reagenzien. Essenz von Prometheus Flamme, vervollständiges Relikt, Fledermauszahn. Und dann machst du Verbrennungsschaden. Und benötigt Spielerstufe 10, das heißt, brauchen wir eh noch nicht. Jo, warten wir mal ab. Wieder raus hier! Hast du die Quest angenommen? Ja, denke schon. Gut. Monströse Banditen, ne? Habe ich jetzt eigentlich diesen Schmuckstück, Ohrschmuck bekommen hier? Ja, habe ich. 4 Stärke, super. Wozu brauche ich 4 Stärke, Ohrring? Ist nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe hier. Egal, geh mal wieder raus. Ich habe einen schützenden Bandring bekommen, der gibt mir 13 Kältewiderstand. Okay, so, dann lass mich dir mal schnell meinen Muskelkraft-Scheißding geben. Hier. Heb's auf. Das bringt dir wahrscheinlich 10-mal mehr wie mir. Okay, schnapp ich mir deinen Bandring. Ja, das macht jetzt schon ein bisschen mehr Sinn. Was ist denn da oben? Da ist irgend sowas Rotes angezeigt. Brunnen der Wiedergeburt. Oh, geil. Wenn wir Failboxen wieder scheitern. Was? Kampftipps? Ah, wenn ich Shift gedrückt halte, dann Wow, macht der Schaden. Reines Gefieder, was ist das? Relikt und Talismane können Benutzer nur ausrüsten, um Gegenstände zu erweitern. Maus ist drauf klicken. ...4% Giftwiderstand, das brauche ich hier erstmal nicht. Oh! Wir machen echt Schaden! Ach! Das ist mir noch nicht aufgefallen. Wieder. Okay. Kann ich mir so lange hier mal durchlesen, die weiteren Skills? Hätte ich vielleicht doch einen Tank spielen sollen, wa? Kannst du dann als zweite Klasse Verteidigungsmeister nehmen? Jo, das mache ich dann auch. Dann mache ich einen tankenden Krieger. Oh Gott. Wow, renn. Ich versuche die einigermaßen zu kalten hier. Ja, mach mal. Alter Schwede. Das haben sie Akku auf dich. Jetzt kann ich mal fett draufholzen. Das macht echt gut Schaden, die Attacke, muss ich sagen. Die ich da hochgeskillt habe. Ach, das waren meine Axtschläge hier. Alles deine Axtschläge, alles deine Axtschläge. Alles. Also, es ist echt geil, du musst einfach nur pullen, dann kann ich draufhauen. Gucken, was ist denn hier so drin? Das Gold nimmt er sich natürlich direkt. Und noch ein Bandring der Ausdauer nimmt er sich auch direkt. Na klar, Ausdauer, Junge. Ich bin hier der Krieger. Stirnkranz. Die hauen so eine Tante hier. Ich rette sie! Oh, du rettest wen? Warum machst du denn so einen Scheiß? Ja.
mich auch gerade gefragt. Wieso rette ich denn jemanden? Das ist viel zu nett. Vielen Dank. Ich saß hier ein wenig in der Klemme. Das muss ich zugeben. Gott, das ist gar keine Frau. Ich danke dem Gott, dass er dich geschickt hat. Oh. Aber 1500 Gold ist nicht schlecht.